Wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich bin gestern sofort eingeschlafen. Um 8 Uhr lag ich mit beiden Kleinen im großen Bett bei uns und wir sind sofort eingepennt um 20 Uhr. Alex kam heute Nacht erst irgendwann nach Hause, habe ich gehört, und ist heute Morgen um 5, 6 schon wieder losgefahren. Pauline! Leona versteckt sich. Ja, ganz fleißig jetzt nur noch eine Woche bis zum Umzug. So, ich habe Leona in die Schule gebracht. Die Kleinen sind natürlich dabei. Die sind... Genau, dadurch, dass die Frieda Fieber hatte und so, lasse ich die Kleinen diese Woche zu Hause, damit die Pauline sich nicht noch ansteckt und das nachher mit in den Kindergarten bringt. Pauline, nicht anstecken! Ja, ich weiß nicht, ob du ansteckend bist, Schatz. Wir müssen abwarten. Ich habe gerade ein Paket bekommen. Keine Ahnung von wem. Und ich habe auch keine Ahnung, was da drin ist. Es ist voller schöne Paket. Ich dachte, wir machen es einfach mal zusammen auf. So live dabei. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar nichts bestellt, deswegen bin ich da etwas verwirrt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer ist... Warum? Wer? Ich habe nur gehört bekommen, dass er gesagt hat, Expresslieferung. Sind die schön? Von wem? Ey Leute, hier ist keine Karte dabei, ich kriege die Krise. Happy to see you. Ist hier keine Karte? Wer hat mir denn so wunderschöne Blumen geschickt? Ich muss den auspacken, weil ist hier doch irgendwo eine Karte. Oh mein Gott, vielen Dank. Auch hat mir noch Der ist so schön, ich liebe. Oh doch, hier ist eine Karte. Oh mein Herzchen. Oh, schaut doch mal bitte, wie schön. Wartet mal. Danke. Oh. Danke, Linda. Ich vermisse euch auch, ganz dolle. Ah, vielen, vielen Dank. Süß. Da sind sie, die wunderschönen Blumen. Danke, Linda, nochmal. Ich habe mich so gefreut. Schaut euch mal an, wie schön dieser Strauß ist. Und ohne Witz, ich hätte damit nicht gerechnet, dass mir jemand Blumen schickt. Ich dachte mir, hä? Weil ich diesen Hersteller auch gar nicht kannte, also diesen Blumenversand. Und ich dachte, hä? Was ist das? Ist vielleicht ein PR-Paket? Kommt halt auch ab und zu mal zu. Machst du einfach mal vor der Kamera auf. Und wenn es nichts ist, dann löscht du die Story wieder. Und dann war es so was Schönes. Ja. Hey Schatz, schau mal, die IKEA-Lieferung ist da. Da haben wir was zum Aufbauen, oder quasi dein Vater, Uwe. Hallo zusammen, ich hoffe euch geht's gut. Ich bin gerade im Haus und ihr könnt sehen, die Küche wird jetzt fertiggestellt, die Arbeitsplatte kommt. Da kam gerade jemand rein. Genau, die Küche wird heute fertiggestellt, die Arbeitsplatte wird montiert, das Kochfeld wird eingebaut und ich wollte euch nochmal sagen, wie zufrieden ich war mit meinem Küchentermin, mit dem Küchenaufbau. Wir haben ja unsere Küche gefunden über Around Home. Die haben uns den Termin zu Höffner vermittelt und das lief alles reibungslos. Wir haben schnell einen Termin bekommen und es war direkt ein Volltreffer. Man bekommt immer drei verschiedene Küchenhersteller angeboten und der erste war direkt der Volltreffer bei Höffner und ich bin sehr zufrieden. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Around Home, an Höffner, an den Küchenhersteller Hecker. Das ist eine ganz, ganz tolle Küche. Wir sind mega glücklich und freuen uns, endlich dabei kochen zu dürfen. Und ich zeige euch auch noch mal ein Vorher-Nachher-Bild von der alten Küche und von der neuen Küche. Ihr könnt hier gerne mal hochwischen, da kommt ihr zu Around Home. Around Home hat alles rund ums Haus, falls ihr irgendwie umzieht oder auch neu baut oder ein Haus renovieren möchtet, da findet ihr wirklich alles. Bäder, Küchen,
Garten, wirklich alles. Schaut da gerne vorbei, falls ihr vielleicht nicht so viel Zeit habt oder ihr einfach keine Ahnung habt, wer der beste Partner, Hersteller für euch ist. Arome findet den für euch und macht euch da Termine. Wie gesagt, dicke Empfehlung, ich bin sehr zufrieden. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Küche an. Mal das Ding. Und das? Ich habe eine Frage an euch. Die Feda hat gerade Pipi gemacht auf Toilette und sie möchte seit gestern keine Windel mehr anziehen. Aber es wird trotzdem ab und zu noch, geht's noch ins Höschen. Jetzt die Frage, wie habt ihr das gemacht? Ist das jetzt schon der Übergang zum Trockenwerden? Weil so früh war noch keins unserer Kinder trocken. Und Alex ist jetzt gerade Farben kaufen. Ich zeige euch das gleich in der Story. Ja, es ist doch kein Muschelweiß geworden, sondern ein, wie heißen die Farben? Das sind immer so coole Namen. Ein ruhiges, elegantes Beige. Ich zeige euch gleich die Farbe auf einem Foto. Genau, weil die andere gab es nicht da im Baumarkt. Deswegen nehmen wir jetzt einfach eine Alternative. Und ich fand die sehr, sehr schön auf den Fotos. Ich hoffe, in echt ist die auch hübsch.